herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Es sind für euch die Crazy Lazy Telefonkonferenzwochen und wir begrüßen Sie zu einer weiteren Episode von Telefon Service Simulator 2019. Zu Ihrer Linken ist der Herr Crazy Gameplays und zu Ihrer Rechten ist der Lazy DX. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt und hoffen, dass wir Ihre Probleme so schnell wie möglich gelöst bekommen. Am Controller ist Ihr allseits geliebter, verehrter, niemals verwehrter Crazy Gameplay. Guten Tag. Ich grüße. Jawohl, wir sind in den Telefonkonferenzwochen und wir machen direkt weiter mit Makalania Forest. Alles klar, Alter. Und du hast dich gerade angehört wie so ein Volus aus Mass Effect 3, Alter. Ja, das war der Plan. Das war absolut der Plan. Waldeingang oder Reisebedarf? Wo gehen wir denn zuerst hin? Das ist jetzt Frage. Ich glaube dahin. Wir glauben, dass der Waldeingang der richtige Spot ist und wir connecten. Bitte warten Sie. Wählen Sie bitte unter folgenden Punkten. Wenn Sie einen Story-Fortschritt wollen, dann wählen Sie bitte die 1. Wenn Sie ein Anusgesicht sind und keinerlei Hobbys haben, dann legen Sie einfach auf, okay. When we had a peculiar dream. Ah. Jo, wie die sich einfach daherporten. Spirit shakes, churns and spins. A fearsome power lies within. Now it's gone and sucked us in. This horrid dream, what could it mean? The Fae that protected Spira are not immune to the forces of destruction. These woods, too, will perish, and we along with them. Guck mal, die können sich porten, aber wie mussten die damals auf dem Schiff durchs komplette Schiff schieben, in Aufzug rein? Anstatt dass sie sich einfach porten, die Arschlöcher. Ja. Sind halt Geigen, ne? Alles klar. Nun wird der Reisebedarf kontaktiert. Oh Gott, der Bauchfreityp schon wieder. Hello, I'm Walker at your service. Hello. How's the shop doing? Not so good, really. Nothing but fiends around here. Hardly see any customers at all. But I decided to stand by the shop, and stand by the shop I will. Just you watch, I'll be bigger than big. All the travel agencies in Spira will be operating under the name of Oka. Entschuldigung, es gibt ab und an mal Störgeräusche in der Leitung. Ja, Ausgrabungscamp bei der Wüste Bikanel mal anrufen und die aktuelle Wetteranlage erfragen. Okay, sorry. Ich wollte weg. Klingelgeräusch macht, aber jo, ist ganz voll knicken. How are things over there? Another perfect day for digging. Everyone's hard at work. Another perfect day for digging. Lately, there's been a pretty nasty fiend wandering in the desert. Hiya. Think you could help us out? Really? Any time you could spare a hand would be fine. Really? Help you? You will! That's great! Good luck, then. Show that fiend who's boss. Mega. Hey, ich hab nicht ja gesagt. Voll gut.
Richtig, richtig gut. Also mit der. Jetzt gehen wir ins Kraftwerkgebiet und werden dort connecten. Warte, ich überlege gerade, ob wir ins Kraftwerkgebiet müssen. Nein, müssen wir. Oh. Scheiße, ich kann nicht mehr zurück. Scheiße. Penner. Ja gut, aber jetzt kannst du abbrechen. Oh. Fuck. Warte, da muss ein Furzgeräusch hin, weil du verkackt hast. Perfekt. Ja, dann geh doch zurück. Ja, ich guck gerade, ob hier doch irgendwas passiert. Sieht aber nicht raus. Na, gehen wir zurück. Pech. Sehr gut. So kann man natürlich auch Folgen strecken. Kein Problem. Ja. Jetzt wird einmal noch nach Bevel connected. Bitte warten Sie, bis die Verbindung hergestellt wurde. Und wir sind schon bei den Must be camera shy. Hey! Lol. Hey. Sind wohl kamerascheu. Wir sind schon bei 57%. Geil. Heftig. Ja, und jetzt? Die haben uns die Kamera zerschossen. Überlege gerade. Nochmal. Na nochmal, das Bebell. Die Schießmüdigkeit wird hier nicht mehr länger geduldet. Nee, also. Die haben echt die Kamera zu bomben, Alter. Die haben. Die haben komplett die Kamera zu bomben, Alter. Heftig. Ich glaube, mehr geht auch gar nicht in diesem Spieldurchgang. Wir müssen auf den zweiten Raum. Okay. Denke ich. Ja, müssen wir. Ah, okay. Und dann wird quasi in der Youth League wird das Ding zerschossen und in BWL bekommen wir mehr Infos, wenn wir uns für die andere Seite entscheiden, oder? Ja, genau. Alles klar, okay. Also, haben wir dann jetzt noch was von dieser Telefonrunde, oder? Ja. Wir gehen jetzt. Ach ja, am Controller der Crazy Gameplay. Ja, Bruder. Zum Gagasat. Ah, okay, jetzt wird. Jetzt werden wir den guten alten Kimari mal anrufen. Oder? Jo. Bergtor. Verbindung wird hergestellt. Da ist Kimari. Hey Kimari! I'm going to be in a concert! Bring the rest of the Ronso and come watch! Kimari cannot. Elder Kimari have duty. Kimari cannot leave mountain. That's too bad. I really wanted you to come listen. Kimari, listen. Song join hearts. Yuna sing from heart. Kimari hear Yuna's song. Kimari believe this. You're right. You're right! I'll do my best, Kimari. Ja. Und jetzt geht's noch zur Thermalquelle. In die sind wir doch da reingeplumpst, da in dem. Ein bisschen früher im Spiel. Wo wir uns die Uniform besorgt haben. Ja, ja. Als die Wachen mit Absicht gebadet haben. Jo. Soll der da baden? Badet der überhaupt oder kniet der einfach nur und berührt den Boden? Ah, für einen Monolog? Nein, weiß ich. Maybe grudge melt away here. Sexy. Also wie du halt einmal komplett nach rechts schwenken musst, damit er überhaupt was labert. Das ist so viele schlimm, gell? Kleine Sachen, wo versteckt sind, dass du auf die 100% überhaupt kommen kannst, das ist schon heftig. Schon wieder Tabakbälle. Ja. Noch ganz oft. Was? Scheiße, okay. Jo. Ein Kack. Here of all places. Ein Kraktorius. Kraktorius Maximus.
Ne, Minimus. Kaktorius Verschwindibus. Kaktorius Minimus macht den Kaktorius Maximus Verschwindibus-Modus. Jetzt müssten wir zum ersten Gespräch kommen, welches den Wert erhöht. Oder zur ersten Szene. Sag mal, was macht jetzt Tobli da drin? Tja, sag mal. Der versteckt sich. Wir schwenken nochmal in der Hoffnung, was es wieder auf. Jo, da geht's los. Hören tun wir noch nichts, aber er kommt zumindest mal raus. Der säuft doch, Alter, der hat doch nicht mal alle. Der hat doch kein. Kein Snorchel. Der war komplett unter Wasser. Ah, that really hit the spot. Hammer. Ach du Scheiße. Zuma! Holy owie! Lol. Was seh ich denn da hinten? Hey! Frechheit! Zurückkommen! Haut halt ab! Aber wer das war, das sind keine nennenswerte Charaktere, wo das jetzt war, oder? Nein. Einfach nur random. Ja. Okay. Und hier. Was? Müssen wir Pello sparen? Ja. What's this? Alter, das ist ja mal richtig billig gemacht. No, toll! What the? Ja. Das sehe ich ja, aber gerade eklig, Alter. Und noch einmal. Ja, gibt's da überhaupt noch was Prozentmäßiges? Ja. Ja. Noch einige. Noch einige? Ach du Scheiße. Hä? Das ist jetzt komplett random. Wie kommen die fetten Dinger da hoch? Ja, gute Frage, ne? Alter, das ist komplett random. Bestimmt ein Wasserfall hochgeschwommen oder so. Ja, höchstwahrscheinlich. Was kommt da noch alles? Voll die Lutschernasen, Alter. Ja, aber da kommt da noch einiges, oder? Ja, ja. Jetzt müsste da nämlich ein Männlein schwimmen. Wo sind jetzt die fetten Dinger schon wieder hin? Ja, die sind jetzt den Bergwände runtergesprungen. Hey, du sollst mit mir reden. Was ist das? Was ist das denn? Boah, voll der Monolog. Gut, danke! Okay, das ist komplett creepy. Das ist wirklich komplett creepy. Jetzt müssten wir Kumpelchen sehen. Ei. Hä? Buddy? Hä? That felt good. Was? Was hat er da gerade gesagt? Das war gut, hat er gesagt. Lol. Ohne der alte dampft sogar noch, Alter. Ohne Kommentar. Was zum Fick? Hä? Hol der gechillte Bastard. Und jetzt geht's wieder rein. Oh Gott. Ach, okay, ich dachte schon, wir fangen jetzt wieder oben an. Okay, nee. Es geht dezent weiter. Mit Oaka, der badet. Mit seinem scheiß Rucksack, ist das... Ja, mit seinem ganzen Rucksack. Jetzt ernsthaft? Ach, scheiße, okay. Jetzt müssen wir die Kamera wieder schwenken. Welcome to Walker. Was? Der hat doch bestimmt keine Hose Welcome an. Welcome to Walkers. Hey, wo Welcome geht er hin? Welcome to Walkers. Mit Handschuhen. Welcome to Walkers. Oh, God. I think I'm
Nein, das tut's nicht. I think you're not. Sag ich doch. Ist das, das random? Das hat unseren Spielverlaufswert auch nochmal erhöht. Also das ist so random. Das ist so random. Jetzt müssten da zwei Mädels sein. Die sehen aus wie Hukali. Ja, passiert da jetzt bei denen was oder gucken wir einfach nur ein paar Mädchen jetzt? Schwenkt müsste jetzt eigentlich einer kommen. Guck mal, the ones. Und weg. FF10 lässt grüßen. Ja. Ich bin wieder da. Hey. Da. Hin und her gelaufen, darauf habe ich keinen Bock. Und jetzt müssten. Ich müsste die Kindergarten auftauchen. Und unseren Spielverlaufswert auch nochmal steiger. Tatsache. How's life treating you, Isaru? Same as always. With you, it's always same as always, isn't it? Hey, did you guys hear? Lady Yuna's a spear hunter now! The fact that I don't change is one of my better assets. Can't you accept that? What's an asset? Do I have a asset too? Asset? Only other people can tell you what your assets are. They're not something you can judge on your own. Baroda, may I have a word with you? Aha. What? Hä? Was zum Fee? Der läuft rückwärts? Und der andere... Hä? Was? Oh, das war ein Blitz. Das hat weh. Ja, Mann. Voll in die Fresse. 58%. Wir haben schon 5% gemacht, Leute. Einfach nur durchs Hin- und Her-Telefonieren hier. Und jetzt kommen Elmar und Lucy. Die unser Spielverlaufswert auch nochmal steigern. Have you heard what Klasko's doing these days? I don't know. Why would I know what he's up to? I hope he's all right. I'm sure he's off somewhere gushing about how much he loves his good little chocobo. I'd have the guns of farm, ladies. Well, maybe he's closer than we think. Ah. Ja, stille Ebene ist gleich ums Eck. Ja, oder der Geier ist hier irgendwo. Ja, das kann auch vorkommen. Sag mal, wie viel haben wir noch? Oh. Warte. Jetzt müsst Mihin auftauchen. Was? Ach, oh. Ja, lol. Sacred Art, Gagazet. So. Dann machen wir das so. Danach kommt Sid Nadala und drin, dann kommt Donna und dann Topper. Was? Ah, bitte. Der Affe hat keine Bock auf Geschichtsstunde. Hast du Pech. Und ich führe bestimmt nicht so ein langes Telefonat mit Bergagazet. Das ist bestimmt voll teuer. Ah, also die Rechnung, die willst du nicht haben. Aber nee. Jetzt ist er doch da mit seinem Chuchu, oder? Ja. Ja, krass. Ja, ich klein Glasgow. This is the life. Oh, relaxing with a Chocobo. I just want to sit here doing nothing. Every time I try to do something, it ends up going wrong. Ah, maybe I can get through life without doing anything at all. Nee. Wait for me! Das sieht ja anders. Und jetzt kommen die Albett-Oberhäupter. Ah ja. I tell you, sometimes I just don't know what gets into them kids these days. You know? Letting themselves get all bent out of shape up over the
tiniest little thing. Not everyone who gets bent out of shape is a kid. If you know what I mean. Just whose side are you on, anyway? You're not so young yourself, Missy. About time you started acting your age. Sid. Was zum... Was? Da also schwimmt er beleidigt abgetaucht. Einfach nur eine Glatze. Das... We'll make a fortune. We can finally rebuild a home. Why build a home the Elbed no longer need? What tarnation? So just what have you been saving up all that gil for? I have decided I want my own home. That is what I am working for now. Really? Listen, Sid. It might be cliche, but times really are changing. Even if you rebuild home, no one would come. People are too busy looking for a new place to belong. Genau, gib sie. Jetzt taucht er wieder ab. Jetzt schwimmt wieder nur die Glatze durchs Wasser, oh Mann. Jetzt ist er wieder beleidigt und versucht Suizid zu begehen. Jetzt schwimmt einfach nur die Glatze durchs Bild, lol. Und jetzt müssen wir sexy Donner sehen. Oh nein. Na, dann bin ich mal gespannt. Die hat auch ihre Klamotten an. Es hat auch... My. It's just no fun all alone. Also wirklich. Aha. Wo ist er denn hin? Ja, du hast ihn verpasst. Die ist links aus dem Bild raus. Ab da hin. Nein, da ist er. Gut, das war's. Jetzt sind wir durch. Fürs Erste sind wir durch, ja. Okay, dann gehen wir zurück auf die Brücke und dann war's das auch wieder für diese Woche. Da haben wir jetzt 3 Telefonkonferenzwochen gehabt. Ist das richtig? Jo! Alles klar, das ist jetzt dann Folge 44. Meine lieben Freunde, ich bedanke und entschuldige mich im gleichen Wortlaut. Jetzt trigger mal nichts, bleib mal stehen bitte. Ich entschuldige und bedanke mich im gleichen Wortlaut, denn auf der einen Seite, natürlich ist das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig gewesen. Ich glaube, die Folge war jetzt wieder ein bisschen spaßiger, weil es einfach so random war. Aber es gehört zum Spiel dazu. Es gehört auch ganz wichtig zu den 100% dazu. Wir haben jetzt allein schon jetzt 5% nur durch diese Telefonkonferenz bekommen, was nicht gerade wenig ist. Und wir gehen weiter straight die 100% an. Wegen mir kann dieses Let's Play so lange dauern, wie es dauern muss. 100 Folgen, 200 Folgen, ist scheißegal. So weit werden wir wahrscheinlich nicht kommen, aber... Ihr wisst, was ich meine. Es ist, solange es jetzt ist, wir sind im Hier und Jetzt. Jetzt läuft das Let's Play. Es macht ultra Spaß. Und ich danke, dass ihr dabei seid. Ich danke auch dem Crazy Gameplay, der wohl überhaupt nichts mit dem Dragon of Time Plays zu tun hat, dass er jetzt am Start ist. Und wenn du noch was sagen möchtest, darfst du das gerne tun. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Auf geht's zur nächsten Hauptmission. Richtig. Also, meine lieben Freunde, ich zeige schon wieder die Kamera, wo es aus ist. Wir danken, dass ihr bei unseren Telefonkonferenzwochen dabei wart. Macht's gut, haut rein und bis zur nächsten Folge. Tschüss!